BYD Build Your Dreams aus China startet auf dem deutschen Markt und das gleich mit 3 Modellen. Wir schauen uns diese in diesem Video ganz kurz in einem Überblick an. Zu jedem Fahrzeug wird es aber auch nochmal ein Detailvideo geben, also zum Atto 3, dem kleineren SUV, dann hier zum Tang, dem großen SUV und auch zum Han, der großen Limousine, die es mit Tesla Model S und Co. aufnehmen will. All das gibt es in einem einzelnen Video, also abonniert unbedingt den Kanal, wenn ihr die Details nicht verpassen wollt. Und wir schauen uns jetzt so ein bisschen den Überblick an, was zeichnet BYD aus? Wie ist der Innenraum? Denn der ist bei vielen Fahrzeugen hier ähnlich. Was erwartet euch? Zu welchen Preisen? Das gibt's in diesem Video. Nachdem BYD mit dem Tang bereits in Norwegen begonnen hatte, starten sie auf dem deutschen Markt vorerst einmal mit dem Atto 3. Direkt danach folgen dann aber auch der Tang und entsprechend der Hang, also die Oberklasse-Limousine. Kümmern wir uns jetzt aber erst einmal um den Atto 3, ein Fahrzeug, was größentechnisch circa zwischen einem VW ID.3 und ID.4 liegt. Es ist aber eher als Crossover designed. Dabei hat es eine Länge von 4,50 Meter, eine Breite von 1,90 Meter und eine Höhe von knapp über 1,60 Meter. Mir persönlich gefällt der Look ziemlich gut, es sieht modern aus und ist irgendwo eine Mischung zwischen Audi und Seat. Der Kofferraum ist deutlich geringer als in einem ID.4 und eher auf der Höhe von einem ID.3. Der Innenraum wirkt sehr modern und es gibt wenige Ausstattungsfeatures, die Fahrzeuge unterscheiden, beispielsweise aber, ob ihr 12 oder 15 Zoll habt, das sind optionale Features. Der Tang wirkt nicht ohne Grund als eines der ältesten Fahrzeuge hier im Bunde, denn es war das erste Fahrzeug von BYD in der Art und basiert auch auf einer Mischplattform. Wir konnten das Fahrzeug bereits schon in Norwegen in der Fahrt sehen, denn die Fahrzeuge sind dort schon länger unterwegs. Es hat eine Länge von knapp über 4,80 Meter, eine Breite von 1,95 Meter und ist über 1,70 Meter hoch. Dementsprechend ein eher größeres SUV mit optional sogar 7 Sitzen. Das Fahrzeug hier gibt es auch nur in einer Ausstattungsvariante, das bedeutet so wie es hier steht und dann noch in den verschiedenen Farben. Das hat mich sehr irritiert, denn so habt ihr natürlich zum einen die Möglichkeit, immer alle Ausstattungsfeatures zu haben, zum anderen aber gar keine Optionen und müsst beispielsweise immer die 7-Sitz-Variante nehmen. Deutlich in der Oberklasse positioniert ist dann die Limousine Han. Diese misst knapp 5 Meter in der Länge, ist 1,90 Meter breit und nur 1,50 Meter hoch, dadurch sehr, sehr flach im Aufbau. Mir persönlich gefällt das Design vom Han relativ gut. Es ist eine schicke Oberklasse-Limousine. So ein paar Features wirken ein bisschen altbacken und nicht zu modern. Man muss also sagen, dass BYD sich hier nicht zu viel traut. Der Kofferraum gefällt mir persönlich aufgrund der Öffnung nicht zu gut und auch, ja, fast schon China-typisch, hat man nicht zu viel Kofferraum. Raumvolumen. Das Interieur ist dafür aber deutlich größer, das bedeutet, man hat sehr, sehr viel Platz vorn, aber auch vor allem im Fond. Und das Fahrzeug bietet dafür natürlich noch Luxus-Features, wie entsprechend ein Display in der hinteren Sitzreihe. Stellen wir dann aber einmal alle drei Fahrzeuge virtuell nebeneinander und vergleichen sie, da fällt auf, dass das Ganze nicht so ganz kontinuierlich durchgezogen ist. Denn obwohl der Tang ja jetzt erst bei uns startet, hat er noch das alte BYD-Logo. Der Han und der Atto 3 kommen dann beide mit dem neuen Logo, was deutlich moderner daherkommt. Und wenn man alle drei mal nebeneinander stellt, dann fällt es auf, dass es nicht so ganz konsequent ist. Beispielsweise hat der Atto 3 ja ein durchgängiges Leuchtenband, während das der Han, also eigentlich das Luxusmodell, nicht hat. Und der Tang kommt mit diesem riesigen Grill, der dann auch noch offen aussieht, ja, eher bieder daher. Das gleiche gilt auch für das Heck, denn hier sieht man, dass der Tang zum Beispiel noch deutlich dickere Linien hatte, während sich das dann über die Produktgenerationen bis zum Atto 3 deutlich verfeinert hat. Mir persönlich gefällt da einfach die Designsprache in den neueren Modellen mehr, auch wenn man insgesamt sagen muss, dass sich BYD hier einfach wenig traut und es insgesamt ja eher konservativ daherkommt. Im Innenraum haben wir dann ein ähnliches Phänomen. Was mich aber noch mehr gewundert hat, ist die Tatsache, dass der Tang, der jetzt schon einige Jahre auf den Straßen unterwegs ist, beispielsweise ein drehbares Display hat, welches per Motor gedreht wird, sodass ihr euch auswählen könnt, ob ihr das Ganze im Hochkant- oder Querformat nutzen wollt. Wenn wir uns das dann aber in der Oberklasse-Limousine anschauen, also dem eigentlich deutlich höher positionierten Fahrzeug, dann muss man das Ganze hier händisch drehen. Und das hat mich sehr irritiert, denn wenn man überlegt, wo das Fahrzeug angesiedelt sein sollte, dann könnte man davon ausgehen, dass das Ganze eigentlich auch elektrisch sein müsste. Und noch mehr verwundert guckt man dann, wenn man in den Atto 3 blickt, denn in diesem kann man das Display auch elektrisch drehen lassen und das sogar in beiden Displaygrößenvarianten. Und da fragt man sich dann wirklich, wieso der Han das nicht bekommt. Dieser hat aber dafür ein Head-Up-Display als einziger in der Reihe und alle drei haben leider keinen Frunk, was ich nicht verstehe, denn die Motorhauben sind ja wirklich riesig.
Kümmern wir uns jetzt aber um die Akkutechnologien und hier haben wir bei allen drei Modellen die BYD Blade Akkus, also LFP Akkus verbaut und diese haben dann auch serienmäßig eine Wärmepumpe mit dabei. Probleme im Winter sollte es hier also nicht geben. Der Atto 3 hat 60 Kilowattstunden, der Tank 86 und der Han 85 Kilowattstunden. Geladen wird das Ganze beim Atto 3 vorn. Dieser kann mit 150 kW laden, der Tank wird hinten geladen, kann maximal 110 kW und wenn man sich dann auch den Han anguckt, dann wird er ebenso hinten geladen und kann 120 kW. Alle drei Fahrzeuge werden nur von 30 auf 80% angegeben und sind dabei bei unter 30 Minuten. Das ist ja ein bisschen verwunderlich, während die ganze Konkurrenz ja meistens schon bei 10% anfängt. Mir wurde aber gesagt, dass alle Modelle eine relativ konstante Ladekurve haben, was mich auch wundert, denn eigentlich haben wir bei LFP-Akkus ja eher einen großen Peakwert. Schauen wir uns noch kurz die Preise an und so startet der Atto 3 bei ca. 38.000 Euro. Mit dem kleineren Display und nur 7 kW Ladeleistung. Wenn ihr mehr wollt, gibt es dann einen Aufpreis. Der Tang und auch der Han starten beide bei 72.000 Euro. Hier gibt es dann kaum Ausstattungsvarianten und so könnt ihr euch mit den Preisen in etwa orientieren. Die allgemeine Verarbeitungsqualität und auch Materialanmutung war überraschend gut. Alle Knöpfe haben sich vernünftig angefühlt, was man in den Designentscheidungen so ein bisschen ja jedes Mal noch diskutieren könnte, sind natürlich Anordnungen, beispielsweise dieses große Bedienteil in der Mittelkonsole, was sehr, sehr klassisch daherkommt und bei E-Autos natürlich nicht mehr sein müsste. Das sind aber grundlegende Entscheidungen, die wir uns auch noch einmal in den einzelnen Videos anschauen. Soweit kann man aber sagen, dass die Fahrzeuge sehr gut dastehen und für ihre Preise wahrscheinlich sogar in einer relativ attraktiven Position stehen im direkten Vergleich zur Konkurrenz. Und während BYD jetzt hier seinen Europastart gebührend feiert, stehe ich nochmal vorm Atto 3 und frage euch, was haltet ihr von den drei Modellen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Die einzelnen Fahrzeuge zeigen wir euch auch zukünftig nochmal hier auf dem Kanal in dem Video, denn wir waren hier fleißig am Filmen, trotz der wirklich schlechten Bedingungen. Also abonniert gerne den Kanal, um das nicht zu verpassen.